Ich weiß, dass du es fühlst. So geh ich jetzt, auch wenn du mich noch gern beschützen willst. Dein Leuchtturm steht nun anderswo und nicht mehr hier bei dir. Und auf dem Weg zum eigenen Licht, komm, sag, was wünschst du mir? Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt und dass dir deine Träume bleiben. Mit diesem Motto begann ihr und unser Rest unseres Lebens. In diesem Sinne begrüßen wir Sie herzlich zu unserem Udo Jürgensabend. Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns in das Abenteuer des Lebens und der Werke von Udo Jürgens stürzen. Denn abenteuerlustig, das war er.
Und das nicht erst mit 66 Jahren. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns so zahlreich in dieses ehrenwerte Haus gefolgt sind. Alles, was gut tut. Okay, ich werde älter, doch klug werde ich nie. Ich brauche keine Regeln, ich hab Fantasie. Ich kann's dir nicht sagen, was ist falsch, was ist verkehrt. Das kriegst du nur raus, wenn dich keiner belehrt. Ich sah nie nach rückwärts und selten voraus. Und gab's eine Dummheit, ich ließ sie nicht aus. Bereut hab ich gar nichts, denn ich war all die Zeit kein Kind von Traurigkeit. Wir nehmen Sie mit nach New York. Wir besingen die Jugend, lassen die Sonne aufgehen und schicken sie nachher mit griechischem Wein in die Pause. Nicht ohne Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Udo Jürgens nach seinen Konzerten stets beim Italiener seinen Absacker trank und Sie daher heute in der Pause und danach italienischen Wein und Häppchen gereicht bekommen, so Sie denn wollen. Bis ans Ende meiner Lieder. Seit vielen Jahren sitze ich hier und schlage Töne an, bin Rufer in der Wüste, ich ruf so laut ich kann. Und wenn's auch manchmal klüger wäre, ich wäre einfach still. Ich kann nicht anders als bisher, weil ich zu vieles will. Viel wollte Udo Jürgens vom Leben. Gerne auch mal. Bitte mit Sahne. Wir sagen merci für seine Schaffenskraft und erinnern uns gemeinsam mit Ihnen an gestern. Genießen Sie mit uns die eine oder andere Selbsterkenntnis. Der Mann ist das Problem. Hier und da einen Fingerzeig in Sachen Demut, vor allem aber Lebenslust und große Freude. Schon, jetzt und gleich sofort, wie gerade gesungen, laden wir Sie im Anschluss an das Programm ein. 10:50. Der letzte Ton gesungen, der letzte Akkord verklungen, das letzte Autogramm geschrieben, fühl mich wie übrig geblieben. Ich ziehe in der Garderobe den Bademantel aus, die Roadies schieben mein Klavier aus dem Saal hinaus. Der Applaus und all die Lieder sind im Nirgendwo verhallt. Ein Schluck Weißwein ist noch da, nicht mehr ganz kalt. Es werden noch 2 oder 3 Schlucke und auch kalter Weißwein da sein. Und wir freuen uns auf die Fortsetzung des Zusammenseins im Anschluss an unser Konzert. Schenken Sie sich noch eine Stunde. Jetzt aber einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
Guten Abend. Wir haben nicht nur musikalisches für Sie heute Abend vorbereitet, sondern auch ein paar Randinformationen zu Udo Jürgens. Wer war er? Sein Schaffen, seine Werke, mit wem hat er in all der Zeit zusammengearbeitet? Im ersten Teil werde ich Ihnen ein bisschen was über seine Familie erzählen und wo er aufgewachsen ist. Udo Jürgens kam auf die Welt als Jürgen Udo Bockermann, geboren in Klagenfurt in Kärnten in Österreich, 1934. Er wuchs dort zusammen mit seinen Geschwistern auf, erlebte 1938 den Zweiten Weltkrieg, was ihn auch nachhaltig geprägt hat. Udo Jürgens sagte über sich selber, dass er eher ein kränkliches, schwaches Kind war. Am meisten litt er unter seinen abstehenden Ohren. Ja, auf dem Bild sind seine Brüder zu sehen, Manfred und John Bockelmann. Ja, Udo Jürgens hatte ein bewegtes Leben, auch gern viele Frauen, war auch verheiratet mehrere Male. Seine erste Frau, Panja Erika Meyer, hat er 1964 noch vor seinem großen Durchbruch geheiratet. Mit ihr war er bis 1989 verheiratet. Seine zweite Frau hat er 1999 geheiratet, Corinna Reinhold, die er aber auch schon ewig kannte. Ja, und seine letzte Lebensgefährtin, die ihn bis zu seinem Tod begleitet hatte, war Michaela Moritz, mit der er zusammen auch den Roman Der Mann mit dem Fagott geschrieben hat. Ja, seine Kinder, er hatte insgesamt 4 Kinder. 2 eheliche und 2 uneheliche Kinder. Das sind seine 2 ehelichen Kinder von seiner ersten Ehefrau, John und Jenny Jürgens. Seine erste uneheliche Tochter kam 1966 auf die Welt, Sonja Jürgens. Und seine jüngste Tochter, Gloria Burda, wurde 1994 geboren. Ja, Udo Jürgens hatte durch seine Karriere viele Versuchungen, denen er nicht widerstehen konnte, vor allem blonde Frauen, 17 Jahre blondes Haar, darunter, soweit bekannt, Ingrid Steger, Susanne Hisau, später die Frau von Harald Juncke, Cosima von Borsody, Sabrina Burda, Jenny Elvers, da war er 60, sie 22 und noch viele andere Unbekannte. Udo Jürgens starb völlig überraschend am 21.12.2014 und jetzt dann später mehr im zweiten Teil. Thank you.
seinen musikalischen Werdegang. Udo hatte sozusagen Glück, seine Eltern haben ihn voll und ganz unterstützt. Er konnte 1949 am Konservatorium in Klagenfurt Klavier, Harmonie und Gesang studieren und sich so auch die Grundsteine für seine Karriere legen. Er war 1950, nach Abschluss seines Studiums, hatte er seine erste Band gegründet und war unter dem Künstlernamen Udo Bolan unterwegs und tourte durch Österreich als Jazzpianist und Jazzsänger mit seiner Band. Er verdiente damals nicht so viel Geld, aber dann ging es doch bald auch weiter und erhielt 1956 auch seinen ersten Plattenvertrag. Allerdings durfte er dort immer noch nicht die Musik singen, die er dann so gern machen würde. Sondern er war Chansonsänger und durfte kitschige Lieder singen, die ihm nicht so ganz gefielen. Er hatte fast auch Glück, sein erstes Album war auch nicht wirklich erfolgreich. Sein erster Plattenvertrag brachte ihm dann auch den Künstlernamen ein, unter dem wir ihn alle kennen, Udo Jürgens. Ja, er hatte dann 1956 auch noch, langsam ging dann die Karriere weiter nach oben, er schrieb den Song Jenny und mit dem gewann er in Belgien bei einem Festival den ersten Platz und so hatte er seinen ersten Nummer 1 Hit in Belgien. Dann ging seine Karriere weiter, er wechselte nochmal die Plattenfirma und das Management. Und sein Manager Hans Bayerlein hatte ihn damals dazu gebracht, dass er bei den Grand Prix de la Chanson teilnahm. Insgesamt hat er dreimal teilgenommen, das erste Mal 1964 für Österreich. Dort hatte er den fünften Platz belegt. Es hatte noch nicht ausgereicht, um seine Karriere weiter anzukurbeln. Darum hat sein Manager ihn nochmal dazu überredet, ein zweites Mal teilzunehmen. Dort hatte er es 1965 auf den vierten Platz geschafft. Und eigentlich hatte er schon überhaupt keine Lust mehr, aber er wurde ein drittes Mal überredet und schaffte 1966 in Luxemburg mit Merci Cherie den Durchbruch und seine Karriere nahm Fahrt auf. Er hatte dadurch eine Nummer 1 Hit in mehreren Ländern in Europa und hatte auch erst seine erste große Tournee. Die allererste große Tournee startete 1969 und 1970. Sie hieß Udo 70. Er war in 10 Monaten in 266 Städten unterwegs, in Europa, in Deutschland, Rumänien, Bulgarien, was für die damalige Zeit ein riesiger Aufwand war, mit mehr als 500.000 Zuschauern insgesamt. Dort hat es auch angefangen, damit sein erstes Markenzeichen, wodurch wir ihn kennen, zustande kam, den Bademantel, der er immer bei seinen Zugaben trägt. Ja, es ging mit seiner Karriere steil nach oben. 1975 brachte er griechischen Wein raus. 1977 erfolgte er aber Bitte mit Sahne. Beides wurden Titel, wofür er Goldauszeichnungen erhielt. Und 1978 war wohl sein erfolgreichstes Jahr, in dem er zusammen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft Buenos Dias Argentina aufgenommen hatte. Der Song wurde nach 4 Wochen mit Gold ausgezeichnet und erreichte nach 2 Monaten den Platin-Status. Sein größtes Konzert, was er in seiner Karriere gab, fand 1992 in Wien statt, auf der Donauinsel, mit über 200.000 Zuschauern. Ja, Udo Jürgens Lieder sind bekannt und berühmt auch heute noch. Stage Entertainment hat begonnen 2004 mit seinen Liedern ein erstes deutschsprachiges und produziertes Musical zu arrangieren, das 2007 seine Premiere feierte. Ebenfalls, wie Sie aktuell aus den Medien entnehmen können, auch mittlerweile als Film im Kino mit Ich war noch niemals in New York. Das Lied Ich war noch niemals in New York war eigentlich 1982 nur auf einer B-Seite von einer Schallplatte und damals noch gar kein so großer Hit, sondern wurde erst später ein größerer Hit und jeder kennt es. Er hat in seiner Karriere über 50 Preise bekommen, davon 6-mal der Bambi, 6-mal die Goldene Stimmgabel, das Bundesverdienstkreuz und diverse andere internationale Preise. Ebenso hat er viele goldene und Platin-Schallplatten bekommen. Er hat allein in Deutschland für 3,5 Millionen verkaufte Platten und Tonträger 9-mal Gold und 4-mal Platin bekommen.
In seiner Karriere hat Udo Jürgens über 105 Millionen Tonträger verkauft. In Deutschland hatte er 69 Alben in den Charts und über 169 Songs veröffentlicht. Seine Lieder wurden nicht nur von ihm gesungen, sondern auch von anderen Künstlern. Helene Fischer, Karel Gott, auch internationale Stars wie Shirley Bassey oder Frank Sinatra haben von ihm Lieder gesungen, die er geschrieben hat. Thank you.
Thank you.
Oh Danny Boy, der Dudelsack klingt von Tal zu Tal um den Hang hinab. Der Sommer ist vergangen und alle Rosen welken. Doch du musst gehen und ich muss hier ausharren. Wenn du zurückkommst, sobald der Sommer wieder einkehrt, oder wenn die Täler still sind und weiß mit Schnee bedeckt, dann werde ich da sein, bei Sonnenschein oder Wolken. Oh Danny Boy, ich liebe dich so sehr. Wenn du aber erst kommst, wenn alle Blumen sterben, wenn ich tot bin, denn tot könnte ich durchaus sein, du wirst den Platz finden, an dem ich liege, und kniest dich nieder und sprichst ein Gebet für mich. Ich werde dich hören, so leise du auch über mich schreitest, und mein Grab wird wärmer und süßer sein, wenn du kommst und mir sagst, dass du mich liebst. Dann werde ich in Frieden ruhen, bis du bei mir sein wirst. Oh,
nicht mehr der Mann, der ich einmal war. Da ist ein Schatten über mir. Gestern kam plötzlich.
klein fühlst, wenn Tränen in deinen Augen stehen, werde ich sie alle trocknen. Ich bin an deiner Seite, wenn die Zeiten rauer werden und Freunde einfach nicht zu finden sind. Wie eine Brücke über unruhiges Wasser werde ich mich niederlegen. Wie eine Brücke über unruhiges Wasser werde ich mich niederlegen. Wenn du auf der Straße stehst, wenn der Abend dir sehr schwer vorkommt, werde ich dich trösten. Ich werde deinen Teil übernehmen, wenn es dunkel wird und der Schmerz vollkommen ist. Wie eine Brücke über unruhiges Wasser werde ich mich niederlegen. Wie eine Brücke über unruhiges Wasser werde ich mich niederlegen. Segel weiter, Silbermädchen, segel weiter daran vorbei. Deine Zeit zu strahlen ist gekommen, all deine Träume sind auf dem Weg. Schau, wie sie scheinen. Wenn du einen Freund brauchst, ich segle direkt hinter dir. Wie eine Brücke über unruhiges Wasser werde ich es dir leichter machen. Thank you.
So, wir kommen zum dritten Teil der Informationen über Udo Jürgens. Wer waren seine Wegbegleiter auf seiner über 60-jährigen Karriere? Wer hat ihn geprägt? Der erste Mann, der dafür in Frage kommt, war sein erster Manager, Hans Rudolf Bayerlein. Er war von 1964 bis 1977 sein Manager. Er hat seine Karriere nachhaltig geprägt, weil er Udo den Rücken freigehalten hat, damit er einfach das machen konnte, was er am liebsten tun konnte, Musik machen. 1977, nach über 13 Jahren, verließ er Hans Bayerlein und war dann bei seinem neuen Manager, Freddy Burger. Er war tatsächlich bis zu seinem Lebensende sein Manager und sein treuer Wegbegleiter. Ebenfalls sein musikalischer treuer Wegbegleiter war der Schweizer Pepe Lienhardt. Udo Jürgens kannte ihn schon seit 37 Jahren. Er ist ein Bandleader und Saxophonist. Und die Pepe Lienhardt Band begleitete Udo Jürgens die letzten 30 Jahre. Ebenfalls ein treuer Wegbegleiter und Freund war der Textschreiber Michael Kunze. Er hat für Udo Jürgens die Lieder »Ich war noch niemals in New York« und »Ich war noch niemals in New York« geschrieben. »Der Mann ist das Problem« und »Ein ehrenwertes Haus«. Ebenfalls ist er vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Mittlerweile schreibt er Musicals und hat die Songtexte geschrieben zu »Tanz der Vampire« und »Elisabeth«. Ebenfalls Wolfgang Hofer, ein österreichischer Songtexter, der für Udo Jürgens über 100 Lieder die Texte dazu geschrieben hat. Unter anderem mit 66 Jahren und Buenos Dias, Argentina. Wolfgang Hofer war auch selbst Musiker und hat unter anderem auch Lieder für Jürgen Drews geschrieben und hat Peter Maffay entdeckt. Ebenfalls ein treuer Wegbegleiter war Joachim Blecki-Fuchsberger, ein deutscher Entertainer. Er hat für ihn das Lied »Was ich dir sagen will« 1967 geschrieben. Neben Wegbegleitern hatte Udo Jürgens auch viele Duettpartner, unter anderem seine Tochter Jenny Jürgens, mit der er 1984 das Lied »Liebe ohne Leiden« sang. 1987 sang er mit der afrikanischen Sängerin Sonja Kimmens, »Ich will, ich kann, I can, I will«. Dieses Lied sang er auch später mit wechselnden Duettpartnerinnen, unter anderem auch Helene Fischer. Udo und Udo, auch ein bekanntes Duett. 1987 bei einer Fernsehshow sangen sie zusammen den Titel »Bellamy«. Und hier bei seinem letzten Auftritt, die Aufzeichnung für die Helene Fischer Weihnachtsshow, 2014, am 12. Dezember. Diese wurde kurz vor seinem Tod aufgezeichnet. Hier sehen Sie die beiden bei Merci Cherie, was dann auch sein letzter Fernsehauftritt war. In seiner Karriere hat Udo Jürgens auch über 1000 Lieder geschrieben, die bestimmt weiterhin auch noch unseren Weg prägen werden. Thank you.
hörte auf. Es kamen alle unterschrieben, schon immer die lange Liste. Thank you.
Und es war mir